Können wir untersuchen? Sie sieht zu glücklich aus. Nein, sieht sie zu glücklich aus. Kakak tampak terlalu bahagia. Hochzeitseinladung. Ja, an Amanda Edwards, BMS, Nen und Hendra. Und dann noch andere. An Brigitte. Also wir haben hier mindestens drei Einladungen für die Hochzeit, die eben erstmal nicht mehr verschickt wurden. Und das Hochzeitskleid. Sie war glücklich. Wer würde das tragen, Geist? Warum war... Nein, sie war glücklich. Saat memakai ini, kakak terlihat bahagia. Ich will das mal nicht kaputt machen. Ich will mir erst die Tür... Ja, das ist natürlich abgeschlossen. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Aber irgendjemand muss hier irgendwo wieder rein. Du bist noch an, Lampe, oder? Ja, du bist noch an. Außerdem müssen wir ja gucken, ob wir hier noch irgendwas... Hier drin habe ich mich früher versteckt. Dulu saya sering masuk ke dalam Ich, sini. als du noch sehr klein warst. Nyurio, was ist das denn? Ah, damit hat man Reis und anderen Schmutz voneinander getrennt. Mama hat das jeden Morgen Ibu benutzt. setiap pagi menggunakan ini. Ein Handfächer? Und damit hat sie den Rauch weggewedelt, als sie gekocht hat. Hängen wir das erstmal gerade auf. Ist das der Ini Geist? hantunya ya. Sieht eher wie eine Gottheit aus, wenn man mich fragt. Mörser und Stößel. Damit hat sie das Chili zerkleinert, unsere Mutter. Ein Boboko. Daran haben wir. Was war das? Ah, daran haben wir unseren gekochten Reis aufbewahrt. Wann habe ich das nur zuletzt Kapan terakhir benutzt? kali dipakai ya? Oder irgendjemand? Wir können es aber wieder hinstellen. Ein Tray. Wenn wir Gästen Trinken serviert haben, dann haben wir ihnen das bekommen. Besuin in Incendien. Nein, die würde ich ehrlich gesagt. Das riecht nach Geist. Ich habe diesen Geruch nie gemocht. Dari kecil saya tidak pernah suka Schon bau als ich ein ini. Kind war, nicht? Hühnerknochen. Ja, so viel Müll. Kenapa banyak sekali sampah di rumah ini? Und Sachen zum Reinigen, die können wir mitnehmen. Ach, ich sollte die Sachen immer zuerst untersuchen, es tut mir leid. Kami dulu menyimpan beras di dalam sini. Okay, darin haben wir unseren Reis aufbewahrt. Jengelot, was ist das denn? Soweit ich mich erinnere, gehört das Mom, oder? Ja, das ist, Warte, ich will mir das nochmal angucken, bitte. Ah, lass mich das angucken. Das ist creepy. Aber wirklich. Ein seltsames Magazin. Stell sicher, dass du sicher bist. Fühl dich in diesem. Ja, sorg dafür, dass dieser Ort zu deinem Zuhause wird. Es tötet jeden, der eintritt. Nirgendwo ist es sicher. Schütze dich selbst. Und am wichtigsten, provoziere sie nicht, respektiere sie. Aha. Und hier noch ein Brief. Mom. Oder Mom. Die Trauer ist es, was sie so stark macht. Ihre Trauer ist es, was dafür sorgt, dass zwei Welten sie abweisen. Sie schwebt sozusagen, ertrinkt in ihrer Trauer. Niemand kann sie jetzt noch retten. Sie hat sich verändert. Make her at least distra- Lenk sie zumindest ab von ihrer Trauer, von ihrer Misere, ihrer Tragödie. Gib ihr etwas, das das Glück ersetzen kann. Es gibt so viele Dinge, die eine geliebte Person ersetzen können. Sie wird es verstehen. Aber bitte verärgere sie nicht ein einziges Mal. Du musst dafür sorgen, dass auch du sicher bist. Da gibt es einige Dinge. That's kinds like her. There are several things that kinds like her would hate. Es gibt einige Dinge, die Dinge wie sie hassen würden. Aha. Ich werde hier nichts von diesen komischen Sachen wegschmeißen. Auch keine Spiegel. Kann ich mich nicht wieder schlafen legen und dann einfach sagen, tschüss, ich gehe jetzt? Oh, wir können es putzen.
Nein, kann. Ah, warte mal. Ist das Wasser noch immer gut? Ja, wir können es rausfinden, oder? Kann ich vielleicht. Kann ich das benutzen irgendwie? Ich würde hier gerne sauber machen, aber ich kann nicht, weil ich noch nicht weiß, wie. Aber wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen putzen. An einigen Orten, würde ich sagen. Kann ich jetzt eigentlich das hier auch aufmachen? Das habe ich ja gestern nicht hinbekommen. Oh, da ist noch ein Brief. Auch den untersuchen wir mal. Was ist das? Steuern. Da geht es um Steuern und was zu zahlen ist. Okay. So. Ja, ich will hier keine Geister verärgern. Will ich wirklich nicht. War da draußen gerade. Ah ne, das ist die Lichtreflexion. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass draußen Dinge sind. Ich will auch gar nicht rausgehen jetzt. Wir hatten hier eine. Wie mache ich hier denn sauber? Ach genau, wir haben ja noch einen Eimer. Hier, wir haben einen Eimer, den wir benutzen könnten. Wie kann ich hier. Ich kann meine Wäsche hier reintun. Ich habe darin früher gebadet. Ja, ich kann meine Wäsche hier reintun. Saya bisa menyimpan baju cucian di sini? Nein, nein, nein. Wir klopfen da nicht wieder drauf rum. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe das gerade nicht gemacht. Ich würde gerne. Ich würde hier gerne sauber machen und ich kann das nicht. Aber es muss irgendwie gehen. Wir müssen hier bestimmt sauber machen. Immer noch nicht rein. Da ist immer noch unser Raum. Ich will nicht schlafen, ich will sauber machen. Aber ich weiß nicht wie. Mist. Ja, da sehen wir, wo alles ist, aber ich weiß immer noch nicht genau, was es sein soll. Kann ich eigentlich das Schränkchen hier auch aufmachen dann? Ja, das geht auch. Schauen wir uns das mal an. Sie ist hier, sie ist hier. Sie lässt uns nicht in Ruhe. Ich werfe das mal weg. Ich hoffe, das macht den Geist nicht unglücklich. Moment. Niemand hat das sauber gemacht. Ich sollte das sauber. Nein, niemand hat das sauber gemacht. Warum hat das keiner sauber gemacht? Verwelkte Blütenblätter. Wofür ist das? Ich will auch das Radio, ehrlich gesagt, nicht unbedingt anmachen. Wir machen hier überall schön Licht an. Nein, nein, wir machen das zu. Und auch hier. In den dunklen Ecken machen wir einfach ein bisschen Licht. Und wenn wir das jeden Tag machen, ist auch okay. Auch hier. Sonst ist hier hinten einfach sehr, sehr dunkel, finde ich. Ist das jetzt? Nee. Öffnet. Gut. Und ich sehe hier halt auch. Gibt es halt auch keine Lampe. Die Decke ist ein bisschen ekelig, aber es gibt keine Lampe. Außer. Oh, warte mal, doch. Hier, natürlich gibt es eine Lampe. Hi. Ist aber trotzdem eher. Ah, natürlich, natürlich. Warte, ich weiß, wie wir das sauber machen können. In der Küche hängt doch ein Staubwedel. Das ist doch das Erste, was wir jetzt benutzen können, oder? Du bist doch ein Staubwedel jetzt. Stecken wir das mal ein, dann haben wir einen funktionierenden Kühlschrank sehr wahrscheinlich. Oh, wie kann ich hier sauber machen? Wie kann ich hier sauber machen? Ich meine, ich kann hier. Ich könnte auch im Bad. Vielleicht, wenn ich im Badezimmer das Wasser aufdrehe. Habe ich die nicht angemacht eben?
Ich bin mir sehr sicher, dass ich diese Lampe eben angemacht hatte. So, jetzt müsste ja eigentlich das hier auch wieder gehen, oder? Oder auch nicht. Der hier geht nicht, aber das hier geht. Ich schwitze so mal so viel. Ein Bad wäre erfrischend. Ich schwitze so viel. Ach, sei mal nicht begringert. Ein Bad zu Meint nehmen die, wäre es nicht. Ja, bringen okay, den weißt Arm, du was? gell? Dann darfst du das mal tun. Ich hoffe, ich verärgere damit keine Geister. Aber dann sagen wir doch einfach mal, wir nehmen ein Bad. Ich habe Angst, was gleich passiert. Ach so, wir sind einfach nur sauber jetzt. Das ist ja schön. Wir trommeln nicht darauf herum. Kann ich hier aufs Klo gehen? Kann ich nicht. Okay, dann gehen wir mal die Tür wieder auf. Alles noch an. Da vorne diesmal auch. Ich würde das so gerne sauber machen. Ach, das geht. Das geht ja. Ah, ich muss einfach nur. Jetzt. Alles klar. Okay. Dann können wir tatsächlich sauber machen. Es dauert. Ah, ich dachte, wir müssen erst irgendein. Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Irgendwie den Eimer erst füllen mit irgendwas. Ja, gut, dann machen wir natürlich sauber. So. Muss also einfach nur so ein bisschen schrubbern, sozusagen. Ja, wir wollen natürlich ein präsentables. So, es tut mir leid, wenn es manchmal wackelt. Das heißt dann einfach nur, dass es gerade. So. Ich muss ein bisschen die Maus hin und her bewegen, damit wir sauber machen. Glaube ich. Das muss ich tun. Ja, dann machen wir hier natürlich sauber. Das konnte ich am Vortag ja nicht. So, den können wir jetzt auch wieder richtig hinstellen. Ich gehe nachher auch mal kurz nach draußen. Und ich rieche mir auch mal noch, wie kann ich sauber machen? Ich ignoriere einfach alles. Wir machen einfach nur sauber. Kann ich hier nicht. Ich will hier sauber machen. Jetzt geht's langsam. Hartnäckiger Schmutz, seit Jahren hier angesammelt. Gepflegt von freundlichen Geistern oder auch nicht so freundlichen. Anstrengend. Jetzt habe ich gebadet, bevor ich hier aufgeräumt habe. Auch sehr sinnvoll. Also ich will nicht alles wegwerfen, was unsere Familie gehört hat. So. Aber den hier würde ich gerne noch sauber machen. Den Stuhl hier. Kann ich aber scheinbar nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade sauber mache. Nicht den Stuhl auf jeden Fall. Egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Willkommen zu Viscera Cleanup Detail. Ich hoffe für den Fall, dass hier ein Geist haust, dass er sehr stolz auf uns ist, weil wir sauber machen. Und dass er sich darüber freut und sich dann einfach denkt, boah, voll nett, den werde ich jetzt nicht heimsuchen. Das ist ja cool, dann kann ich endlich wieder in einem sauberen Haus spielen. So. Ja, davon kriegt man einen ordentlichen schönen. Davon kriegt man Muckis in der rechten Hand. Also ja, das Aufräumen ist schon an. Aber es soll ja auch. Ist ja auch. Also ich meine, es ist ja auch Arbeit aufzuräumen. Das ist hier, glaube ich. Ganz blöde Frage. Wie konnte ich die Lampe denn anmachen, wenn die nie eingesteckt war? Ich hinterfrage das einfach mal nicht. Die Haare lasse ich auch mal da, wo sie sind, sondern können wir hier den. Da ist übrigens noch Schmutz. Kann ich den. Ich kann nicht sehen. Katanya buram, saya tidak bisa melihat apa-apa. So. Jetzt sind die Spinnweben hier weg.
kann eigentlich das hier wieder zumachen. Die Haare kann ich halt auch nicht wegnehmen, ne? So, da ist nochmal. Warum habe ich das eben nicht weggemacht? Naja. Ja, wir ignorieren das mal alles soweit. Da habe ich ja schon reingeschaut. Da ist immer noch Schmutz dran, aber den kann ich, glaube ich... Ich weiß gar nicht, ob ich den sauber machen kann. Machen wir hier die Tür nochmal weiter sauber. Darf ich jetzt in die Türe rein? Scheinbar nicht. Okay, wir räumen einfach weiter. Kann ich hier drin auch aufräumen? Geht das? Hier drin ist scheinbar sauber genug. Da vorne haben wir soweit sauber gemacht. Ich kann leider weder den Tisch noch den Teppich hier richtig hinstellen. So. Das geht doch schon relativ schnell hier. Ah, das ist gleich der... Ja, das ist gleich der ganze Boden. Was ist das denn? Wir hinterfragen nicht. Wir machen einfach sauber. Wer Dinge hinterfragt, könnte Antworten bekommen, die ihm nicht gefallen. Und das wollen wir ja alle nicht. Ne, es reicht ja, wenn wir hier sind und uns um eine unangenehme Sache kümmern müssen. Dann kann ich das hier sauber... Das kann ich auch sauber machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt können wir auch mal nach draußen gucken. Ich muss aber zugeben, ich will eigentlich gar nicht nach draußen. Hier drin waren Teller. Kann ich die eigentlich sauber machen? Nein, kann ich nicht. Okay, alles gut. Hier vorne ist noch schmutzig. Der Boden ist scheinbar so ein bisschen fleckig und bleibt es halt auch. Ist halt schon alt, ne? Der Schmutz der... Ah, Hilfe. Der Schmutz der Jahrzehnte... Ich wollte schon fast sagen Jahrhunderte, aber ich glaube, ganz so alt ist das Haus dann doch noch nicht. Ist halt schon noch so ein bisschen hier, ne? Aber ernsthaft, wie konnte die Lampe vorher leuchten? Auch wenn ich doch schon... Wenn ich sie doch noch gar nicht eingesteckt hatte. Ich fand das ein bisschen unheimlich. Ich würde einfach mal sagen, denken wir lieber nicht weiter drüber nach. Haben wir es jetzt bald? Die Küche ist irgendwie besonders schmutzig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Man sollte meinen, dass so eine Ecke wie die hier eigentlich am wenigsten frequentiert wird, wenn hier keiner mehr lebt. So. Den kleinen Kocher kann ich nicht sauber machen. Aber die Spüle kann ich sauber machen. Sehr schön. So. Hier ist das Fenster sauber. Staubwedel kann ich nicht benutzen. Es fehlt noch diese schöne Ecke. Und eventuell dieses kleine Räumchen da an der Seite. So. Den kann ich auch nicht sauber machen. Fotoalben. Aber hier können wir allgemein ein bisschen aufräumen und sauber machen. Es soll ja schön sein. Sind wir jetzt schon fertig? Oder wie gesagt, ich will manche Sachen nicht wegwerfen, weil ich einfach Angst habe. Ich würde das gerne wegräumen. Dass wir damit jemanden verärgern, den ich nicht verärgern möchte. Das kann ich nicht sauber machen. Den auch nicht. Den würde ich halt gerne sauber machen, ne? Von drinnen, den Kühlschrank. Das sieht so eklig aus, diese Tür. Nicht, dass es von draußen so viel besser wäre. Ja gut, den habe ich mir schon angesehen. Bin ich dann für heute fertig? Ich brauche ja noch dieses Sale Sign. Vielleicht sollte ich doch noch einmal kurz nach draußen gehen und schauen, ob wir auf der Veranda vorne noch ein bisschen sauber machen können. Oder ist auch noch sauber. Nicht sauber, meine ich. Und hier auch noch. So, bin ich jetzt hier fertig? Ich meine, hier haben wir immer noch einen Flecken. Aber das Problem ist, ich komme an den auch nicht ran. Ich weiß nicht... Ah. Ja, da bin ich wunderschön in die Tür, in die Lampe. Ich finde halt nicht... Da ist noch ein Spot. So, hat es jetzt vielleicht auch den Stuhl mit erwischt? Nö.
Aber hier gibt es noch ganz, ganz viele Spinnweben an den Wänden. Painting. Ah, Dad's Plantage. Als ich klein war, habe ich da gespielt. Oh, und jetzt machen wir das Bild eben sauber. Das ist da, wo wir früher gespielt haben. Hier können wir auch noch sauber machen. Ich muss sie reparieren. Ja. Jetzt lasse ich mal. Ich würde jetzt einmal ganz kurz hier rausschauen. Die war gestern übrigens nicht so nah hier. Ich habe immer noch meine Sandalen von damals, als ich in der Schule war. Das ist schon so lange her. Putzen wir hier draußen eben auch ein bisschen. Der Aschenbecher, der hat genau Papa gehört. Hier draußen auch sauber machen. Ich will eigentlich nicht ums ganze Haus laufen. Dann machen wir halt hier mal auf, an. Und machen Licht draußen. Warum mache ich das eigentlich immer abends, wenn es dunkel ist? Warum machen wir das nicht einfach tagsüber, wenn es schön hell ist und freundlich? Ja, damit kann ich also das Angebotsding malen und dann stellen wir mal das Schild hier auf. So. Dann schreiben wir mal ein zu verkaufen Schild. For sale, Diva Adani. Mit der Telefonnummer. Und dann sollte ich jetzt ja eigentlich fertig sein. Ich habe hier früher... Ist das noch sicher? Aber ich nehme es ja, Mann. Schubsen wir sie mal so ein bisschen an. Es ist schon ein nicht so angenehmes... Da kommt einfach mal... Ich gehe mal so ein bisschen ums Haus. Tenang, semua akan baik-baik saja. Alles wird gut werden, genau. Tür geht nicht auf. Kann ich denn jetzt eigentlich gehen? Ich habe jetzt ja alles vorbereitet, ne? Also wollen wir jetzt mal gucken. Hier, meine To-Do-Liste ist jetzt ja fertig. Das heißt, ich müsste mich jetzt ja eigentlich hinlegen können und sagen, ich bin jetzt fertig. Am nächsten Tag gehe ich und dann können wir los. Aber das sollte ich vielleicht auch noch. Ich frage mich, warum diese Familie so viel Pech hatte. Das fixen wir jetzt einfach mal. Auf der anderen Seite ist nichts. Ich will gar nicht. Wir gehen jetzt wieder rein und legen uns einfach schlafen. Das wird schon gehen. So. Tut euch das Telefon jetzt wieder? Nein, ist tatsächlich kaputt. Okay, wir haben hier drin aber erstmal eigentlich alles gemacht, was man machen muss, außer dass alle unsere... Hä? Okay. Ich gehe dann mal... Nacht. So. Ach, Bolster. Nein, das sieht wie Bokong aus. Sporty Bokong. Ja, ich gehe mal schlafen.